Und wie vor Ostern war, als Jesus nebst der Jünger schar, das Ostermahl. Und weil die Stunde seiner Qual und seines Leidens nicht mehr weit, so setzt er unter Brot und Wein zum Zeichen seiner Gütigkeit sein Fleisch und Blut im Testament den Jüngern ein.
versprochnem Lobgesang war Jesus erster Gang zum Ölberg in den Garten, um seine Bande zu erwarten. Das Auge sieht, wo Helfer sei.
Endlich kam die Mörderschar mit Spießen und mit Stangen. Und Judas, der ihr Führer war, gab Jesu nachgemachten Schluss durch einen Kuss der Feinde Raserei gefangen. Da wollt es Petrus wagen, mit seinem Schwerte dreinzuschlagen. Ich will es erlauben, dass Gott an und nach die Stühle zerkauen. Denn du bist von Verfluchter, Verfluchter. Denn du bist von Verfluchter Art.
Verräter, wo, wo? Verdammte Verräter, wo hast du dein Herz? Verdammte Verräter, wo hast du dein Herz? Wo, wo? Wo hast du dein Herz? Verdammte Verräter, wo hast du dein Herz? Verdammte Verräter, wo hast du dein Herz? Wo hast du dein Herz? Haben es Löwen und Tiger verwahrt, haben es Löwen und Tiger verwahrt. Fort und kam zum hohen Richter Kaiphas. Des Heilands Jünger sei, ins Angesicht gesagt, so wollt er dennoch sonderscheu ihr solches widerstreiten. Da krähte der Hahn, und Jesus sah Petrum an, da ging er wieder rum. Thank you.
dich an, ihr starren Augen, ihr Sonnen meiner Seligkeit. Starren Augen, ihr Sohn.
ich fliehe dich von meiner Zähren. Verschließe doch dein Angesicht. Ich fliehe dich von meiner Zähren, verschließe dort dein Angesicht. Verschließe dort dein Angesicht, verschließe dort dein Angesicht von mir. Thank you.
Heiland wird verklagt. Und ob die Lügenzunge gleich ein falsches Zeugnis sagt, muss doch Pilatus selber sprechen. Ihr findet an ihm kein strafbares Verbrechen. Thank you.
diesem ungeacht ward doch der Heiland angebunden und ihm mit Geißeln tausend Wunden in seinen Leib gemacht und doch zuletzt dem Haupte Dornen aufgesetzt. Thank you.
Es nicht genug, nunmehr verdammt man ihn zur Kreuzigung. Er musste selbst ein schweres Kreuz bei Stoßen und bei harten Schlagen zur Schädelstätte tragen. Die Weiber folgten nach, wie wohl sie in Tränengüssen nicht gehen, sondern schwimmen müssen. Zu welchen Jesus sprach: Brechet mir doch nicht das Herz, welches selbst von meinem Seelen weinet nicht, liebste Seelen weinet nicht, liebste Seelen weinet nicht. Brechet mir doch nicht das Herz, brechet mir doch nicht das Herz, welches selbst so Leiden bringt, liebste Seelen weinet nicht. Eure Jahre mit den Schmerz, euer Jahre mit den Schmerz. Thank you.
als die Schar zur Schädelstätte kommen war, ward Jesus an das Kreuz geheftet, und weil er ganz entkräftet, so gab man ihm vergelten Wein zu trinken ein. Aus Leben und Reue.
ernte Stunde rief unser Heil mit lautem Munde. Es ist gab der Geist dem Leibe gute Nacht.
Abendszeit bat Josef die starre Leiche. Die nahm er ab und hüllte sie auf jüdische Gebräuche in reine Leinwand ein und legte sie darauf in sein selbsteigen Grab und wälzte vor die Gruft noch einen Stein. Thank you.
Halt euch, getreue Seid!